Hallo und seid mir gegrüßt, meine lieben Menschen, Hunde, Tiere, Katzen und ja, was auch immer alles. Fängt ja gut an. Wir hatten letztes Mal aufgehört, dass wir mit diesem Herrn hier mal reden wollten. I feel so adventurous staying here in Lindo. Er fühlt sich abenteuerlich, während er in einem Ort am Kamin sitzt. Woher kommst du ursprünglich? I live in Nava, but sometimes I just long for the primitive lifestyle Lindo offers. Also er lebt normalerweise in Nava und sehnt sich nach dem primitiven Lebensstil von Lindo. Alter, Lindo erscheint mir nicht allzu primitiv, bist du oft in Lindo? Mhm. How humorous you are! I like that in a person. Some may find the story of my journey utterly inspiring. Nothing could have prepared me for the muddy paths, the unbearable heat. I even had to eat outside. Overall, it was a dreadful experience, but I braved through it all. Ah, also ihm ist es schon abenteuerlich und eine Last draußen zu essen, also an der frischen Luft und so. Es klingt nach einer beschwerlichen Reise. Ich habe gerade eben so einen schlimmen Schiffbruch überlebt. Ja, sage ich ihm das doch mal. Das ist doch viel abenteuerlicher, Emmerich. I'm guessing you're a bit inexperienced in travel safety. Perhaps you should consult me for advice before your next journey. I so dearly wish my friends could see how adventurous I've become. Also er findet, ich bin zu unerfahren als Abenteurer und ich sollte ihn doch das nächste Mal mit meinen Reisevorbereitungen betrauen. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich kein Schiffbrüchiger. Und er möchte gerne, dass seine Freunde sehen, was für ein Abenteurer er geworden ist. Okay, na, sag mal was. I do enjoy this exciting new lifestyle I've adopted. Did I ever tell you about my journey to Lindo? Oh, ja, hast du schon, du hast mir schon erzählt. Ja, das hast du. Oh, right. I'm sure you have the saga thoroughly memorized. Say... You do some sort of art things, don't you? Do you think you could capture my sheer magnificence on canvas? I'm dying to show my friends what a remarkable traveler I've become. Also die deutsche Übersetzung ist oftmals irgendwie nimmt die Power raus. Er hat gesagt, du machst sowas wie Kunstdinge, ne? Und die deutsche Übersetzung so, du verkehrst in der Welt der Kunst. Also das ist mir schon ein paar Mal jetzt aufgefallen, dass die englische Textigkeit ein bisschen knackiger ist und die deutsche Übersetzung irgendwie so, ja, halt netter ist. Ja, vielleicht, ach so, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, was er gesagt hat. Na, ich sag mal vielleicht. What stunning taste you have. Be sure to capture every bit of my elegance. So, ich soll ihn malen. Ich soll ihn malen. Der protzige Patron. Gucken wir nochmal. Protzige alte Tintenpatrone. Ah ja, haben wir auch noch der Architekt von Lindo. Azad, der einen Großteil der Gebäude von Lindo entworfen hat, ist vor Jahren unter geheimnisvollen Umständen verschwunden. Der protzige Patron. Ein recht wichtigtuerischer Bursche im Lindoer Kamineckengasthaus hat mich gebeten, sein Porträt zu malen. Und muss ich euch mal was sagen? Ich habe, als es damals halt dieses Spiel im Discount gab, also sehr, sehr viel billiger, habe ich auch gleich von meiner Freundin, weil ich dachte, das ist genau das Spiel für sie, eins mitgekauft. Und jetzt komme ich neulich zu ihr und sie hatte Probleme, überhaupt herauszufinden, wie man das Inventar öffnet. Lacht nicht, versucht das Spiel selber mal zu kapieren. Also so ganz ohne Anleitung ist es schon ein bisschen schwierig. Okay, es wird einem gesagt, Tab und so weiter, aber das vergisst man dann auch mal leicht. Und sie, ich meinte so, den musst du malen, da kriegst du Schimmersteine für, also die Kohle, ne? Die Ocken hier, ne? In der Welt. Und sie hat sich geweigert, weil sie den Typen so unsympathisch findet. Naja, aber wir sind eine Hure des Kapitalismus, insofern go for it. Malen. Wähle eine Leinwand und ja, weißt du, wir machen ihn mal im Hochformat. So. Und vielleicht noch ein bisschen. Wir wollen ja nicht, dass zu viel
von der Umgebung drin ist. Er will ja nur seine Persönlichkeit, ne? So, zack. Mali mal. Ich glaube, ich habe ihn gut getroffen, den alten Stiesel. Okay. Dann pack mal ein den Kram. Thema wählen. Lindo. Da kann man eigentlich ihn mal nach ein paar Sachen fragen. Lindo. Dramatic destination. I'll be the envy of my friends when I get home. Er tut so, als wäre Lindo irgendwie. Als würde man eine Wanderung, eine Besteigung des Himalaya oder Großglockner oder gar des mächtigen Watzmann in Betracht ziehen, ne? Nava? It's the most wonderful city. Much better than this place. I can hardly believe I managed to get myself here alive. Wollen wir mal sehen, ob es da schöner ist. Der Architekt von Lindo. I've heard of him. A terrible man. Just horrible. And not very good looking either. They say he disappeared, and I say good riddance. Er sagte, es wäre ein schrecklicher Mann und er würde hässlich aussehen und es wäre gut, dass er weg wäre. Was für ein Vogel. Zurück. Have you decided you'd like to paint a bold adventurer? Hab ich schon. Ich denke drüber nach. Stunning taste you have. Ja, ja. Be sure to capture every bit of my elegance. Ach, Entschuldigung, habe ich jetzt. Hoffentlich kriege ich den Rülpser rausgeschnitten. Hallo. Oh my. That painting. It's the most perfect thing I've ever seen. I simply must have it. Bild anbieten, gib her. This is wonderful. My friends will be so jealous of me. I think I'll start a collection of paintings just like this. Aber habe ich wirklich gut hingekriegt? Ich glaube, ich sollte aufhören, Musik zu machen und lieber malen, ne? Okay, ja. Can you imagine? An entire wall filled with paintings of me. Echt, ist ein gewaltfreies Spiel, aber ich erschieße mich gleich, wenn ich dem noch ein paar Mal. Freut mich, dass es dir gefällt. Der potzige Patron ist beendet. Ich würde ihm mir gerne eine Patrone geben. So, hast du denn noch irgendwas zu sagen? You look well. Ja, finde ich auch. Aber ich sollte vielleicht meine Perücke aufsetzen. Thema wählen. Lindo. It's a bit more calm than Nava. Achso, das hatten wir schon. Nava. Okay, hatten wir auch schon. Architekt von Lindo. He had quite a gruff personality. So wie ich. Not very sociable. Yep. But I don't think he meant to offend people. I hope he's very happy, wherever he is. Sollen wir rausfinden, wo der Typ ist, oder was ist hier jetzt? Was ist jetzt hier die Meta? Ey? Echt, ich verstehe es nicht. Also der Architekt von Lindo ist verschwunden und ja, mehr weiß man nicht. Man weiß, dass er wohl irgendwie missgebildet oder sonst was war. Meinten zumindest die Leute, aber wisst ihr, ich erwarte hier schon, dass das der schönste Mensch oder das schönste Wesen überhaupt auf der gesamten Welt ist, ne? Und die Leute sagen, was für eine missgebildete Gestalt. Ah, wen haben wir hier? Ah, a newcomer. In the future, if you're ever in need of carriage to Nava, I'm your driver. Ja, dann fahr mich mal nach Nava. Bring mich nach Nava. I said in the future. I won't take you right now. Warum willst du mich nicht jetzt nach Nava bringen? Warum? You're a newcomer. And you've never been to Nava. It's not so far. And the walk is lovely. Everyone going to Nava for their first time should approach by foot. I won't be the one to cheat you out of an enriching experience. Okay, also, and if it's the cost of the toll bridge you're worried about, know that you would have to pay it whether you're riding with me or not, if it's your first time crossing. My ox is strong, no? Your ox is strong, no? Ja, die hört sich irgendwie an wie eine Russin. Russischer Zupfkuchen. Ja, geil. Aber nachgemachte Russin. Also nicht echt. Wenn du verstehst, was ich meine, Tovarisch. Also, können wir denn da rein? Nö, können wir nicht. Also okay, jeder, der nach Nava will, soll zuerst dorthin laufen. Aus Gründen. Warte mal, hier drüben war ein Ausgang. Ich will den anderen Ausgang nehmen, weil diesen hier habe ich noch nie genommen. Ich will
jetzt erstmal die Dinge abhaken, halbwegs, die ich schon hatte. Hier in Lindo haben wir wohl alles gemacht, soweit. Warte mal. Hat sie vielleicht was zu den anderen Themen zu sagen? One day he's flapping around like a bird, and the next he's jumping everywhere, claiming to be a frog. Das ist dein Cousin? Der Typ, der da unten rumhüpft und so tut, als wäre Architekt von Lindo. His disappearance was all very mysterious. I don't believe anyone's seen him in a long time. So, das ist nämlich das, was du in dem Spiel machen musst, halt immer wieder zu den Leuten hingehen, sobald du irgendwie neue Themen hast und sie fragen und vielleicht kriegst du dann mal irgendwann was raus. Da wollen wir nochmal zu dem Typen gehen und gucken, ob er schon wieder mit dem Kopf im Fass steckt. Hier bin ich letztes Mal, glaube ich, rausgegangen. Und dann müsste da irgendwo so ein Typ mit einer Hängematte rumhängen. Also der hängt in der Matte. Und der will Federn kaufen. Wie viele Schimmersteine haben wir denn eigentlich? Kann ich das irgendwo sehen? Aha. Schimmersteine 25 erst. Was? Wie soll ich denn mehr kriegen? Ja, also ich weiß, da hinten ist noch der Fischer, der den Pavillon gemalt haben will, da oben. Aber da wurde mir von jemandem, der das Spiel schon gespielt hat, gesagt, dass ich da vorsichtig sein soll und ihm ganz genau wollte mir nicht verraten. Ich soll ihm ganz genau zuhören, wie er den Pavillon gebaut haben will. Ach, guck mal, wir sitzen hier. Moinsen. Ein Eulenmensch. Ja, lesen ist geil, Digga. I'm glad to hear that. Perhaps I can share my favorite books with you sometime. My favorite books are the ones that inspire me to write myself. How about you? Okay, also er sagt, seine Bücher, also seine Lieblingsbücher inspirieren ihn selber zu schreiben. Gute Bücher inspirieren mich. Ich schreibe nicht so gern, ich male lieber. Gute Bücher inspirieren mich nicht. Ich schreibe nicht so gern. I see. We creatives, me a writer, you a painter, we've got to stay inspired. Best way I've found is to drink many, many cups of tea. Always gives me a boost. Speaking of writing, if you find any feathers around here, I'd happily buy them. I'm constantly losing my quills. I figure three should do it. Er verliert ständig seine Schreibfedern und ich habe drei Federn, die kann ich ihm verkaufen. Oh, wonderful. Hopefully this is enough to last me a while. Thank you very much. 10 Schimmersteine. If you find any more, I'll pay you one glowstone apiece. Is there something else? Habe ich noch mehr Federn, die ich ihm verkaufen kann? Nö, ich habe keine Federn mehr, die ich ihm verkaufen kann. Aber das Ding ist, so kommen wir an Orken. Das ist schon mal ganz geil. Thema wählen. Wollen wir noch mal hören? Lindo. Lindau used to be right on the river, until a mudslide destroyed most of the town. After that, the townspeople relocated to the coast. Okay, also Lindo war mal an einem Fluss dran und dann kam ein Erdrutsch und hat den ganzen Scheiß in den Fluss befördert und dann sind die Leute näher an die Küste gezogen, haben da die Stadt neu gebaut. Nava? Many of the folk from old Lindau moved there after the mudslide. The library there is of a historic note. Also viele Leute aus dem alten Lindo sind da hingezogen und es gibt da eine schöne Bibliothek. Architekt von Lindo. Ah, that would be Azad. A brilliant, brutally honest and highly misunderstood man. Undoubtedly too curt for his own good. Perhaps that's why many Lindau folk found it difficult to maintain amicable relations with him. Ja, also der Architekt von Lindo scheint eine ziemlich exzentrische Person gewesen zu sein, aber halt brillant und so, ne? Und hast du nicht gesehen. Ja, bis später. Wir kommen mit ein paar Federn wieder. Digga. Und dann bezahlst du uns dafür und wir... Oh, guck mal, was da liegt. Hoffentlich gibt er uns jedes Mal 10 Schimmersteine oder was das waren, weil dann sollten wir recht bald den Wegezoll... Ich weiß jetzt nicht, wie viel es war. Ich habe irgendwie 60 Ocken im Gedächtnis. Da ist noch eine Feder. Geilo. Gib her. So, auf dem Boden sieht sie irgendwie nicht aus wie eine Feder, sondern eher wie ein Brett. Da sammeln wir also wieder Bretter, meine alte Freundin. So, Schimmersteine. Gib mal her. 60 Schimmersteine. Wie viel haben wir denn?
gleich her. 35, meine Fresse, wie sollen wir jemals zu 60 Schimmersteinen kommen? Aber, was ich letztes Mal hatte, hier unten ist ein Fischer. So, dem muss ich jetzt ganz genau zuhören, wie er das Teil gemalt haben will, weil... Hello there, newcomer, are you? Trying to get across the bridge, I guess. I hope you've got the glowstones for us. It's not free, you know. The rule is, if they want, and you can use it as much as you'd like. Okay, er sagt, wenn ich die Schimmersteine hätte, könnte ich über die Brücke kommen. Ich bin Newcomer und so weiter und so fort. Er nennt sie Glowstones. Also könnten wir doch einfach ein Portal in den Nether bauen, ne, für die Insider. Und dann müssten wir ein paar Ghasts überleben und einfach an die Decke vom Nether bauen und dann ein paar Glowstones rausholen. 60 Stück sollten nicht schwer zu machen sein, ne? Aber Glowstone, das kriegen wir wahrscheinlich nicht los. Wo kann ich Schimmersteine herbekommen? From other people, I think. It seems to me that you're in need of some money. What sort of you're carrying? Looks heavy. Are you some kind of painter? Er fragt mich, ob ich eine Malerin bin. Nein, ich bin ein Maler. Siehst du nicht? Ich habe irgendwie da so eine komische Beule unten an meinen Beinkleidern. Und das passt einfach nicht. Oben fehlen mir zwei Beulen und, ne? Weiß Bescheid. Ja. You know what? Maybe there's a way you can get the glowstones out of me after all. There's a gazebo in Lindau. Real pretty spot. Maybe you've been there. Anyway, I'd like a painting of that view. Okay, er sagt, er möchte von dem Pavillon ein Bild haben. Ja, jetzt weiß ich immer noch nicht, was gemeint ist mit, ich soll drauf hören, was er sagt, genau. Ich werde es für dich malen. The gazebo is easy to find. It's just behind the inn. And I want the painting from the gazebo, not of the gazebo. It's the view, not the building, if you get my meaning. Damn fish aren't biting today. Die verrückten Fische, die verdammten Fische beißen nicht. Ich habe es verstanden. Ich weiß auch, was jetzt gemeint ist mit, ich soll mir das ganz genau anhören. Denn er hat gesagt, er möchte nicht ein Bild vom Pavillon, sondern von der Aussicht vom Pavillon. Was, ich würde mal sagen, das ist noch eine Hürde für den nicht englischsprachigen Spieler dieses Spiels. Eine zusätzliche, ist irgendwie fies, ne? Also, da wird das Spiel in Deutschland so beworben von Steam. Was haben wir denn hier? Die habe ich noch nicht gesehen. Moin. Leute. Leute, die am Wasser sitzen und Picknick haben. Jupp. Das ist ja ganz nett. So, oh, guck mal. Noch mehr Federn. Deswegen gehe ich ja eigentlich durch, weil ich noch Sachen sammeln will. Aber ich glaube, wir sollten langsam nach Hause. Also zum Restaurant. Zum Inn. Weil mir kommt es so vor, als würde es langsam ein wenig dünkeln. Könnte es sein? Mich dünkt, es dünkelt langsam. So, wir latschen hier nochmal ein bisschen rum. Wenn man zu nah ins Wasser geht, heißt es, das ist zu tief. Nee, aber das finde ich irgendwie fies, ne? Da wird das Spiel hier... Also, ich habe es wirklich eine Weile in meinen Steam-Vorschlägen und in verschiedensten Gaming- Umgebungen beworben gesehen, dieses Spiel, so von wegen, ha, wie geil und next big thing und so weiter. Oh, es wird wirklich dunkel. Ja, wenn du nicht rechtzeitig zurückkommst, heißt es, wirst du eingefroren und automatisch ins Gasthaus zurück teleportiert. Ich könnte es jetzt ausprobieren, aber es wird sicherlich noch genügend Möglichkeiten geben, das auszuprobieren. Oh, es wird wirklich dunkel. Oh, schön Zikaden zirpen. Habe ich in Minecraft immer gesagt, ich mag Zikadenzirpen. Wen haben wir denn hier? Ist das der Typ vom Hafen? When I was a boy, merchants came to Lindau with spices and soft fabrics. They haven't been back in a long time though. Was importiert Lindau heute so? We mainly get shipments of teas, grains and fabrics. And headwear of the latest fashion, of course. In any case, there's always lots of work to do around here. Mhm. Thema wählen. Lindau. Lindau is a nice port town, although we don't have much to export. Ach so, das hat Architekt von Lindau. He came up with the plan for this city by himself. I'd love to meet him. Digga, ich würde mal sagen, das hier ist keine Stadt, das ist einfach nur ein Dörfli. Ist die Tür zu? Kann man mit dem quatschen? Mit dem kann man nicht mehr quatschen, ne? I just can't wait to go home and show everyone this magnificent portrait. The beauty of my features entirely makes up for your lack of proper art training. Ja.
Es ist in dem Spiel verboten oder nicht möglich, Suizid zu begehen. Ja. So. Darf nicht vergessen, euch einiges zu erzählen. So, wir gehen mal das erste Mal schlafen. Es ist 18.46 Uhr und schon wird es dunkel. Meine Güte, das ist ja fast wie hier in Hamburg im Winter. So. 4.44 Uhr. Ja, ich will nicht zu viel Zeit verschwenden. Greife mit P auf dein Leinwandmenü zu oder klicke auf den Leinwandknopf am unteren Ende deines Inventars. Ja, also da werden einem dann die Dinge wohl beschrieben. Was haben wir hier noch? Alter! Na, wie konnte mir das entgehen? Dicken. Gibt es hier vielleicht noch mehr zum Zapzerab machen? Nee, ich weiß es nicht. 20 Minuten aufgenommen. Ja, ich will möglichst, wenn ihr das hier noch nicht kennt, ich will möglichst höchstens anderthalb Stunden Abschnitte machen.